Link ist wieder am Start und mit einem neuen Item in der Hand hier bei Let's Play Twilight Princess. Und damit willkommen hier zurück. Ja, meine lieben Freunde, wir haben im letzten Part den Sturmboberang erhalten. Und dieses Ding ist einfach ultimativ geil, denn da wohnt eine Göttin inne und das heißt schon ganz viel. Und ihr seht, wir können mit dem einfach alles zerstören, alles zu uns herbringen, was wir wollen. Die ganzen Rubine kommen zu uns. Wir haben selbst diese Schlange unter diesem Zeug hier besiegt, unter diesen Fliesen, kann man sagen. Und haben uns ja auch noch ein Herzteil geholt. Und jetzt hat uns Midna nochmal gesagt, wir sollten vielleicht mal ein paar Affen retten und die Belohnung einsacken. Was war das denn? Der wollte gerade einen Körper machen. Und das werden wir auch machen. Ich bin mal ganz interessiert, wo noch mehr Affen sind. Diesen Raum haben wir jetzt abgeschlossen, hier brauchen wir nie wieder hinkehren. Vielleicht gehen wir hier irgendwann mal wieder hin, einfach nur mal, um diesen Dungeon mal wieder zu besuchen. Es kann ja sein, das weiß ich ja nicht. Aber wo wir jetzt hingehen, das ist die Frage. Ich guck mal eben auf die Karte. Aha, da ist also der eine Raum. Ich glaube, ich weiß sogar... Nee, doch nicht. Okay, so mache ich das. Haben wir den Dungeon gemacht? Ah, okay, ich weiß, wo ich hingehe. Wir gehen jetzt mal in den Hauptraum wieder zurück. Da, wo wir waren. Affen haben wir ja befreit. Die sind ja nicht schon wieder da. Das wäre ja umumpitzen. Da haben wir ja die Riesendekurana. Aber die ist erstmal nicht mehr wichtig. So, genau. Jetzt sind wir hier. Über den Affen können wir wie immer jumpen. Hier, trip. So, jetzt... Ach, genau. Jetzt ist ja hier diese Kiste in der Mitte. Und ihr wisst ja, da der Sturmbumerang die ganzen Netze zerschlägt und auch alles zu einem herbringen, kann man jetzt auch diese ganzen Sachen hier runterholen. Ist ziemlich nice. Geil, geil, geil. Und noch eine Kiste vielleicht. Kiste sage ich schon. Ich meine natürlich diese Vase, wenn die jetzt mal runterfallen könnte. Danke. Danke. Oh! Ah! Jetzt ist das runtergegangen. Interessant. Ist das gut? Ist doch eigentlich schlecht. Jetzt kommen wir da noch nicht mehr hin. Betrug. Ach, weil... Ach, genau. Scheiße. Ich habe gerade mit meinem Wind wahrscheinlich die Fackeln ausgemacht, die ich am Anfang des Dungeons angemacht habe. Genau, die habe ich ausgemacht hier. Das sollte natürlich nicht passieren. Wisst ihr, Leute, was mich auch interessiert? Wo ist eigentlich der Kompass? Wir haben bis jetzt nur die Karte. Gibt es in dem Dungeon überhaupt einen Kompass? Ist das hier der Kompass? Linkpasskiste, außer dürfte der Kompass sein. Es ist der Kompass. Er zeigt dir, wo die Schätze in diesem Dungeon finden. Sieh auf den Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst. Nice. Schätze. Das Ding könnte uns echt nützlich sein. Damit kann man vielleicht herausfinden, wo die gefangenen Affen sind. Gar nicht mal so unklug. Ui. 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 Selbst in dem Raum ist noch eine Kiste. Und in dem auch. Okay, da sind noch die Affen. Alter, was wir alles übersehen haben, okay. Das will ich mir mal genauer ansehen. Kann es sein, dass wir da tatsächlich noch eine verdammte... Ups. Oh, Link. Dass wir da tatsächlich eine Kiste übersehen haben. Wenn schon, bin ich geschwind da drin und gucke noch einmal nach. Ich sehe jetzt den Standort der Kiste. Das dürfte... in kurzer Zeit erledigt sein und du machst Platz. Blöde. Die Kurana. Nur weil du groß bist, heißt es nicht, dass du stärker bist. So. Trip. Ey, wenn ich gerade so sehe, wie groß der Dungeon ist, ich will wirklich diesen Dungeon noch in diesem Part schaffen. Ich sag's so einfach. Ach, wir schaffen den Dungeon, den Part, aber nee. Wag es nicht, das noch einmal zu sagen, Crypticon. Das ist nämlich nicht mal so. Alter, das gibt's doch nicht. Dieser Ast sieht ganz schön verdächtig aus. Warum ist da ein Loch drin? Kommen wir da rein? Können wir da... Ach, dieses Viech ist wieder da. Verdammt. Okay, der Ast ist... Mumpitz. Obwohl, können wir in das Loch vielleicht eine Bombe reinschmeißen? Sind die diese Bombenviecher? Eigentlich nicht, ne? Mach doch alle Platz hier, doch hier nichts zu suchen. Raus da alle Scheißviecher. Alle auf einem Platz, Mann. So machen sie mir Spaß zu erledigen. Dann platzen sie alle gleichzeitig hier. Boots. Sehr gut. Tot gefällt ihr mir am liebsten. So, da oben muss doch jetzt diese Kiste sein. Ich hätte hier mal hochgehen sollen, ne?
Dann hätte ich wahrscheinlich auch die Kiste gesehen. Wenn hier jetzt eine ist. Und hier ist tatsächlich eine. Oh Gott. Mit einem roten Rubin. Warum habe ich die nicht gesehen? Wir werden wahrscheinlich eh noch genug Kisten finden. Nicht in diesem Dungeon, glaube ich. Aber auch in anderen Dungeons, die wir nicht öffnen können wegen dem Rubin-Limit. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein, solange es nicht stattfindet. So. Schwupp. Oh nee, du sollst hier runterspringen. Scheiß Dekurana. Brauchst du gar nicht zeigen, ey. So, und jetzt nochmal in den anderen Raum. Was? Da sind nochmal zwei ganze Kisten. Ich glaube das irgendwie nicht, aber das ist anscheinend wirklich so. Sonst hätte ich... Alter, Link. Du dummen Kopf, mach mal was richtig. Sonst hätte ich das doch gesehen, verdammt. Trap. Tatsächlich, wir müssen... Oh, fuck. Dekurana. Verschwinde. Du hast nichts zu suchen, Mann. Du hast nichts zu suchen, Mann. Du hast nichts zu suchen, Mann. So. Hier rüber. Dann sind wir da. Ach, genau. Oh, das Rätsel habe ich vergessen. Seht ihr? Diese ganzen Sachen hier oben. Die muss man ja noch aktivieren. Mach ich auch mal. Diese schönen Blätter hier. So, jetzt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie, warum macht er das in der Reihenfolge? Ja, seht mal hier unten. Hier ist nämlich das eingezeichnet. Ist eigentlich relativ einfach. Was heißt relativ? Es ist sau einfach. Und ich weiß ja schon, was passiert ist. Scheiß Boomerang hat, weil er zu scheiße fliegt, zuerst den anderen aktiviert. Aber du sollst das bitte so machen. So. Danke. Jetzt aber. Nice. Und in der pompösen Kiste dort, Freunde, ist ein Item drin, welches wichtiger kaum sein kann. Du erhältst den Masterschlüssel, er öffnet dir den Weg zum Boss dieses Dungeons. Ja. Der ist natürlich sehr wichtig. Traurig, dass er das vergessen konnte. Und warte. Da ist ja noch eine Kiste eingezeichnet. Aber wo zur Hölle ist die denn? Ist die hier unter uns? Ja. Ups, die Brücke kann man ja kaputt machen. Okay, die Kiste muss doch dann hier sein. Oh, da geht's ja rein. Interessant. Ha! Lol, sogar eine große? Mit einem gelben Rubin, S10 Rubin. Ja, ja gut, warum nicht? Okay. Das hätte ich garantiert auch früher sehen können. Tut mir sorry. Aber da hatte ich dann den Kompass noch nicht. Und die Brücke kann man tatsächlich kaputt machen. Wie soll man denn... Ja, dann muss man immer den anderen Weg nehmen, wenn man da drauf will. Auch gut. Auch gut, Link. Auch gut. So. Jetzt können wir aber zurück, richtig? Genau, wir haben jetzt auch den... Schlüssel. Wo gehen wir denn jetzt hoch? Da hoch, ne? Genau. Wir sind sogar richtig direkt. Genau, stimmt. Hier ist ja der eine Raum. Das ist mir nicht eingefallen. Ja, es wäre mir aber... Ist es mir jetzt eingefallen. Genau, wir können jetzt hier rüber. Da war halt auch schon der Affe auf uns. So, komm. Hier, rückwärts. Och Mann, jetzt. Ich will nicht anvisieren. Ich will diesen Rückwärtssprint versuchen. Geht das auch? Okay, hier ist Link nicht so schnell. Ja, in Ocarina of Time war es ja so, dass er rückwärts schneller läuft. Aber hier ist es nicht so. So. Nun sind wir hier und hier. Ist sehr ersichtlich. Kein Wind. Offensichtlich. Und dann können wir die Treppe, die Brücke natürlich drehen. Und uns hier drauf bewegen. Und direkt dahin. Aber ich würde sagen, wir drehen das noch einmal. Denn um erstmal diese scheiß Golems. Ey, was glaube ich mit der Scheiße heute? Diese ekelhaften Viecher zu töten. Bleibt mir erstmal noch die Zeit hier. Zack. Du hinter mir brauchst gleich anschleichen. Ist auch Geschichte jetzt. Ach, du lebst sogar noch. Ich dachte, du bist tot, okay? Jetzt aber bist du tot. Nice. So, genau, da will ich hin, denn da ist ein roter Punkt. Das bedeutet Äffchen. Komm her.
Ups! Oh, wow, wow, hier sollte ich mal aufpassen. Kann ich ja alles knistern. Das ist interessant, ich glaube ich... Holy moly! Warum höre ich wohl knistern? Och, du heilige Scheiße. Ekelhaft. Spinnen. Ich hole euch erstmal runter. Verschwindet. Ganz einfach. Ich hätte euch vielleicht nicht beide gleichzeitig runterholen sollen. Batz! Erst von euch ist schon mal tot hier. Und du jetzt auch. Verpiss dich. Und tschüss. Platz gemacht. Vom Held. Oh Gott. Ich hasse Spinnen. Die sind so ekelhaft. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber nee. Nee. Spinnen? Nee. Bäh. Die können mal ganz schnell verschwinden von hier. So, ganze Krüge können auch mal runter. Danke. Vielen Dank für die Krüge. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Eieiei. Da ist schon wieder eine Spinne drin. Könnt ihr mal so nett sein und euch verpissen? Seid ihr nicht willkommen? Das ist nicht euer Dungeon. Tschüss. Platz machen. Batz. Batz, batz. Epic. So. Und euch kennen wir auch schon. Seid nichts Neues. Ihr nervt nur noch. Und da rein, bitte. Danke. Der frisst nämlich, glaube ich, alles, was ihm zu nahe kommt. Über seinen Kopf kommt. Kopf, was soll ich sagen? Über seinen Körper, sag ich mal. Und tschüss. Jetzt brauchen wir nur noch den Affen. Wo befindet sich? Da oben, alles klar. Spinne hat ihn anscheinend gefangen gehalten. Der rote Rubin hat er gedroppt. Interessant, interessant. Okay, kommen wir hier hoch. Ich frage mich gerade, wie wir zu dem Affen kommen. Hä, von hier sind... Ach lol, wir müssen in ein Loch reinspringen, wo der ist. Alles klar. Oh, das ist... Oh Gott, das ist natürlich mies. Naja, was heißt mies? Ist ja eigentlich relativ einfach. Wenn da jetzt oben ein Spinnennetz doch ist, dann gehen wir da einfach rein. Ihr habt nämlich da oben jetzt auch die Löcher eben gesehen. Genau, durch das Loch. Und wie kommen wir da rein? Mit der Lampe, ne? Genau. Und... Und raus da! Sehr gut. Der weitere Affe gerettet. Ups, ja Link, du kannst dich auch daran festhalten. Dafür bin ich dir doch nicht böse, mein Kind. Geh einfach hoch. Warum geht er immer zur Seite? Ich drück nach oben, verdammt. So. Nächster Affe. So, jetzt können wir wirklich den richtigen Weg gehen. Haben wir einen Schlüssel? Ne, wir haben keinen Schlüssel bekommen. Haben wir einen Schlüssel bekommen? Tatsächlich nicht. Dann gehen wir aber nochmal den anderen Weg. Ne? Dann müssen wir es aber nochmal drehen. Nicht die Lampe, danke. Alter, ich vermute, dass wir sogar einen dritten Part für diesen scheiß Dungeon brauchen. Vierten ist es jetzt sogar. Ach du heilige Scheiße. Holy moly. Ein vierten Part für den Dungeon. Wollte ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, aber Dungeons sind in dem Spiel nun mal ziemlich lang und ich sag euch, ich bin kein Typ, der gerne speedrunnt. Ich mach das schön und genieße das Spiel. Ich glaube, da wird das auch ein bisschen länger allgemein dauern und da ist ein niedriger Punkt. Und da sind sau viele Affen. Und da müssen wahrscheinlich alle sein, nicht wahr? Tatsächlich. Zwei Affen müssen wir noch retten. Sieht fast so aus, als würden wir dafür die Hilfe dieser Affen brauchen. Da kann man wohl nichts machen. Retten wir eben auch die anderen. Ja gut, wenn du das sagst, Mietner, dann mache ich's auch. So. Dreh das mal geschwind im Wind. Und dann sind wir auch ganz flink auf der anderen Seite. Du kannst erstmal getrost kacken, hab ich gesagt. Knacks. Und tschüss. Voll in seinen Schritt rein. So. Und du... Tschüss. Ich hab gesagt, tschüss. Danke. Alter, die kriegen einfach so richtig in den Bauch rein. So, putz. Und das war's dann. Ich glaube, die Steinschleuder können die überhaupt nicht ab, Alter. Das sind aber auch nicht keine robusten Spinnen, wenn man denkt, dass die durch einen Steinschleuder-Hit sterben. Aber es sind auch keine normalen Spinnen, sonst würden die nicht platzen. Die Geräusche wieder. Zup, zup.
So, dann ab hier runter und wieder hier hoch. So. So, du machst Platz für mich, danke. Oh, der lebt ja noch. Ich vergesse mal den Fangstoß, sorry, Freunde. Aber ist nicht so schlimm, denn wir haben jetzt den Weg frei zum einer. Zum vorletzten Affen. Zum einen Affen. Bin ich behindert, ey. So, mach Platz, Dekorana. Nichts zu suchen, du Jast. Sag mal. Tschüss, hab ich gesagt, Mann! Wagst du dich an mir fest zu essen, ey? Elendes Drecksviech. Ach, genau. Das war jetzt. Ach Gott, das war gemein, okay. Freunde, man musste den jetzt, glaube ich, so anhitten. Nee, 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 das schaffe ich nicht. Man musste den auf jeden Fall mit seinem Bumerang holen. So, ach, ging das jetzt schon? Ah, nice, okay. Ich dachte, man musste den erst treffen. Und dann natürlich werfen. Ei! Betrug. Ich habe ganz klar geworfen. Fehler im Spiel, nicht mal eine Schuld. Bug. Spaß. Ich hätte ein bisschen früher werfen müssen. So, komm her. Swoot! Und jetzt hier. Komm an hier. Jetzt aber. Uff, uff, uff. Und. Versinke. Elendiger Narr. Oh fuck, ich sollte nicht so tief reinspringen. Bloop. Du hast einen Schlüssel erhalten und den brauchen wir natürlich. Nice, um den Affen zu rescuen. Oder? Nee. Wir brauchen den Schlüssel für den anderen Affen. Aber hier brauchen wir wieder eine scheiß Bombe. Ja, was heißt scheiß Bombe? Nee, 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 warte mal. Ah, warte mal. Genau, man muss. Ah, das war cool. Muss man jetzt nicht so. Den hier so nehmen und den darauf schleudern. Ah, genau. Ich feiere das, Mann. Das ist echt eine geile Idee, muss man sagen. Und da steht nochmal einer der letzten verdammten Idioten-Trolle. Macht Platz. Man braucht euch nicht. Ups. Du sollst da runter, du dummes Viech. Ich hab gesagt, runter! Dann halt nicht, dann komm mal so runter, du dummes Drecksviech. Oder nichts anderes. Alter! Es reicht! Dekurana, ey. Nix im Kopf. Außer Gewalt. Dummes Drecksviech, runter da. Und stirb. Der zerplatzte. Der zerplatzte. Dummkopf. Oh, lol, hier ist schon wieder ein Stein vor. Müssen wir das schon wieder machen? Ich glaube, wir müssen ihn jetzt herholen und draufwerfen, ne? Komm mal her. Swoot, 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 swoot. Und dahin. Gut. Boots. Wir haben Klatschen, das ist richtig niedlich. Okay, hat er da hinten natürlich wieder ein bisschen Stuff drin. Dann lagert er natürlich wieder 10 Rubine, warum auch nicht. Woher? Das hat. Er hat es wahrscheinlich wieder aus Ordern geklaut, der kleine Schlingel. Und ich rette ihn gerade den Arsch. Soll ich noch wieder nach Ordnung laufen und was wieder was klauen? Das werden die eh machen, die Scheißaffen. Ich weiß es doch. So, egal. Los, spring auf deinen Ort. Ah, bist du schon, okay. Nice. Und hier ist er tot? Hier ist garantiert der Tod. Außer wenn wir so springen. Ich sagte, wenn wir so springen. Oder mach's halt so, Link. Ist okay. So, hier hoch. Ach, dieses Klettern ist nervig. Vor allem, weil Link es mit dem Nunchuck so unpräzise klettert. Wo ich nach oben drücke. Klettert er zur Seite. Na, 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 du elendiger Narr. Und der Part wird überzogen. Sage ich jetzt, denn ich beende diesen Dungeon, diesen Part. Das lege ich jetzt fest! Das habe ich getan. Das Spiel wollte mich bestrafen. Ich darf keine Überstundenpunkte machen. Der Part darf nicht länger sein als 25 Minuten, du Narr. Überziehe es nicht, übertreibe es nicht. Du Dummkopf. Okay, ich glaube scheiße. So, kannst du auch hier runter? Hätte ich gleich runterspringen können, ne? Exakt. Ich bin so dumm. So, hier runter, danke.
So, wo jetzt? Ich will nicht schon wieder runterspringen. Okay. Hier. Doch. Blum. Und dann drehst du dich. Danke. Dann drehst du dich nochmal. Und du auch. Damit ich bei euch rüberkomme. Und jetzt nochmal drehen. Heilige Scheiße, das ist aufwendig. Aber ich hab's jetzt geschafft. So. In den letzten Raum mit dem Affen. Jetzt können wir da auch rein. Wir haben den Key. Komm hier. Sei doch bitte ein Herz drin. Dankeschön. Ich will nicht dieses ewige Blum hören. Blum. Verliert ihr eh zu viele Herzen. Was vermutet ihr denn, wer hier der Boss ist? Wahrscheinlich wisst ihr es eh schon, wer der Endgegner in diesem Dungeon ist. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann ratet mal. Ist ja eigentlich ist es relativ offensichtlich, aber man könnte diese Offensichtlichkeit in zweierlei Hinsichten sehen. Also es gibt zwei Bosse, die relativ offensichtlich sein könnten. Aber der Boss ist, sag ich mal, erst cool. Mehr verrate ich nicht. Jedenfalls ist es ein richtig cooler. Wie gesagt, ratet mal in den Kommentaren. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr es wisst. Am besten einfach nichts schreiben, sonst spoilert ihr die anderen. Und ihr, scheiß Viecher, kenne ich doch schon. Also kommt raus. Zeigt mir eure Gestalt. Und stirbt! Sag es, stirb! Oh, scheiße, Mann. Fuck, 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 fuck. Oh Gott, Alter. Das sind hier echt zu viele von denen. So, jetzt aber. Alle raus, bitte. Danke. Raus, habe ich gesagt. Stirb! Sind hier noch mehr von denen? Ich glaube, das waren alle, oder? Ja, das waren wirklich alle. Okay. Aber wie komme ich hier jetzt hoch? Komm, ach, hier, durch den Tunnel, ne? War das richtig? Holy moly! Ekelhafte Spinne, geh kacken. Danke und tschüss. Dummkopfspinne. Oh, droppt erstmal drei Herzen. War sehr praktisch und ich höre wieder einen Affen. Und ihr denkt auch ernsthaft, ihr könntet mich dort oben nochmal fobben, ne? Verpisst euch. So. Dumme Spinnen, ey. So, Tür auf, Affe frei. Nicht Klappe zu, Affe tot. Diesmal ist es Klappe auf, Affe lebend. Oh yeah. Auch geil, ne? Das ist ein Dummkopf. Okay, raus. Genau. Hier rumgehen wir. Und dann diese scheiß Dekorane nochmal killen. Du hast da nichts zu suchen. Ich habe gesagt, nichts zu suchen. Mein Schild hat mich gerade gerescued. Danke, liebes Ordon-Schild. Du wirst mir immer eine Hilfe bleiben. Und stirb doch jetzt endlich, du elendiges Drecksvieh. Danke. So, hier können wir jetzt raus. Wir haben den letzten Affen befreit, Freunde. Freut euch das? Ich glaube schon. Und da ist die letzte Kiste. Ah, nice, nice, nice. Okay, 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 okay. So. Yes. Ein roter Rubin, er ist 20 Rubine wert. Leider passt im Moment keine weitere Rubine in deine Geldbörse. Und genau das meine ich. Ihr habt gerade das erste Mal gesehen. 300 Rubine heißt keine weitere Rubine. Bis jetzt. Wir können natürlich eine größere Geldbörse erlangen, das ist natürlich ganz klar. So. Des Weiteren jetzt wieder hier drehen. Ich bin gerade überlegen, wo ist jetzt der Raum, wo wir hin mussten? Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht drehen müssen. Hätte ich das? Nee, das war sogar richtig nice. Hier lang müssen wir. Der letzte Affe ist unser. Heißt Boss Time in Zelda, meine lieben Freunde. Mein Gott. Ich freue mich schon auf den Bosskampf. Kannst du bitte den Landschaft drehen? Danke. Ich habe gerade wie wild rumgeschüttelt. Er wollte nicht reagieren. Dann halt nicht, Link. Dann halt nicht! Du halt nicht, was ich dir sage. Jetzt sind alle Affen beisammen. Guck mal, was die jetzt machen.
Ja, wir können wieder schwingen. Ich meine, hätten wir auch hinklettern können? Nee, wir benutzen die Affen. Also, so macht man's auch, ehrlich zu sein. Alter, die sind echt lebensmüde, ey. Oh Gott, Alter. Und ich muss auch noch dran springen. Verkackt. Ich sollte es nicht verkacken. Vor allem nicht zu oft, weil sonst verliere ich zu viel Leben. Okay, jetzt warte ich aber. Hier, Trap! Yes, nice. Und Trap! Oh, geschafft. Vielen Dank. Und da ist die Boss-Tür. Hier dürften nochmal Herzen sein. Danke. Ist da noch eine Fee? Weiß gar nicht. Ja, tatsächlich. Feen gibt's ja auch, aber wir haben noch... Hier, wir haben sogar noch ein leeres Glas. Nice. Nice. Da haben wir unsere Fee. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie füllt dein Herz mit Kraft, wenn du am Ende bist. Mit der Fee sollte der Boss eigentlich machbar sein. Ich freue mich auch auf den. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr genau, wie man den besiegt. Und dann geht's in den Bosskampf. Ja. Das Schloss wird aufgemacht und rein da. Nachtschattenparasit Plantaferna. Oh Gott, dieses Viech ist einfach verdammt mies. Und ihr müsst auf die Musik hören, denn die ist epic. Die ist so geil, denn es ist fucking Zelda. Und ich muss den das fressen lassen. Jetzt hört auf die Mucke, wenn es gleich abgeht. Erstmal diese beiden gleichen Viecher wegbringen. So, hier, komm du ran hier. Du ekelhafte Pflanze, du. Und ich sollte das, glaube ich, anders machen. Ich sollte erstmal einmal sie angreifen lassen. Genau. Aber dann sollte ich aufpassen, dass sie mich nicht auffrisst. So, genau. Wie das gleiche wie bei der eben. Zu ihr hin. Und jetzt hat es gefressen. Und war's das? Man glaubt. Jetzt geht's erstmal richtig ab hier. Dün, 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 dün. Und ich krieg wieder auf die Schnauze. Mann, das kann nicht sein. Oh oh. Oh. Ah, guck mal, der Affe! Hilft er uns tatsächlich? Ja! Der Affe hilft uns, Mann. Ah, scheiße, Mann. Ich sollte den lieber erst anfokussieren. Affe, komm bitte wieder. Danke. Danke. Okay, Midna hat noch was zu sagen. Du mach... Was machst du denn da? Was der Affe in der Hand hält, gibst du fiesen Biest zu fressen. Ist denn so schwer? Nein, ist es nicht. Aber ich bekomme mal zu krass auf die Schnauze. Und ich sollte gleich mal gucken, ob hier Herzen drin sind. Danke. Ich habe gerade zu viele Herzen aufgebraucht. Ist aber nicht so schlimm. Oh fuck, Alter. Die kommen aber wirklich sau weit hier. So, erstmal da oben und jetzt hier da ins Gesicht. Alter, verdammt. Du sollst den Affen doch... Du bist so ein Dummkopf. Oh, hat sogar geklappt. Hat sogar geklappt. Hat sogar geklappt. Ich dachte... Es hat sogar geklappt. So, nächster hier. Komm, hol die Bombe und rein in das Fräß von dir. Und... Boots!
epische Musik. Ihr müsst gleich drauf achten, wenn ich den Schwachpunkt von dem Boss aktiviere, was da für eine Mucke kommt. Besser geht's nicht, Mann. So, und sein Face jetzt hier. Und jetzt achtet auf die Mucke. Oh, die Bombe ist aktiviert. Ich soll vielleicht erstmal den auch richtig treffen. Dann kann ich über die Mucke labern. So, jetzt. Komm ran hier. Danke. Und jetzt hört. Habt ihr gehört, Mann? Oh, ich liebe diesen Beat, Alter. Oh, geil, Mann. Da kriege ich gleich wieder Gänsehaut, Mann. Wahrscheinlich denkt ihr so, okay, ist der behindert. Aber nee, bin ich nicht. Ein wahrer Zelda-Fan weiß genau, was ich meine, Mann. Dieser epische Beat, der kommt, wenn man den Schwachpunkt vom Boss aktiviert. Dieser... Und diesmal ist es vorbei für euch hier. Dein Mulder rein hier. Boots. Ich weiß gar nicht, wie oft man das überhaupt machen muss. Oh fuck, er kommt wieder auf uns zu. Nimm die Bombe. Du Dummkopf! Mann, ey! Dass die Bombe da immer explodieren muss. Ich weiß, der Part ist weitaus zu lang. Glaube ich zumindest. Aber ist mir gerade wurscht, denn ich will diesen Boss schaffen. Und ich glaube, das wollt ihr auch. Und jetzt dahin. Nein, falscher Boss! Fuck! Oh lol, kann man. Lol, man kann ihn direkt angreifen. Okay, Action, Mann! Und war's das? Tatsächlich? Bist du Geschichte? Du bist Geschichte! Zerfall, du Narr! Ha, gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding ist der Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau, hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit diesem dunklen Macht können wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist? Ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen wir bestimmt in den anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit dem Schattenkristall eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Okay. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den sollst du mitnehmen. Das weiß ich. Interessant, und dort ist der Herzcontainer für uns. Oh yeah, Herzcontainer halten, die Zahl deiner Herzen steigt um 1, außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Und da haben wir endlich 4 Herzen, Freunde. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter und lassen uns von Midna hier rausporten. Wir haben diesen Dungeon endlich geschafft. Licht scheint, alles sieht gut aus. Das Laub fällt von den Blättern. Das Laub fällt von den Bäumen, Blättern, genau. Und alles ist wieder rein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Twilight Princess. Und dann auch wieder im friedlichen Gebiet. Doch es ist noch lang nicht vorbei. Bis dann und ciao, Freunde.